Hiya, müssen heute zum Hofwald. Und hier ist es feiert Edition von der Fuelbox. Und ja, wir sind froh, dass das Jahr geklappt hat mit der Fuelbox, dass wir konnten abmachen. Und wir sehen im Publikum, dass die Leute aber ganz froh waren und sich immens interessiert haben. Und darauf gelauert haben, dass wir sollten abmachen. Und noch kommen sie, weil sie eben die ganze Zeit nicht gesehen haben. Und einfach mal richtig gut Tonsch gesehen. Mein Name ist Kamada Valentin, ich bin Autodidakt und ich mache schon ganz lange in Lützburg. Und ich habe ganz viele Ausstellungen noch gemacht. Ich bin immer froh, für eine Fuelbox mitzumachen. Für ein bisschen Parcours zu erklären, wie ich auch vorgehen. Das ist, was ich ganz gerne schon tue, das ist die Spontanität an der Kunst und auch an der Malerei. Und dass ich nur mal wirklich kann, seine Gefühle direkt einfach aufgehen. Wenn ich aufhänge mit Malen, dann hole ich zum Beispiel ein Toile oder ein Super, egal. Und da fängt ich an zu zeichnen, zu malen und dann die ganze Inspiration, die könnte dann. Ich habe nie eine Idee direkt, ich mache auch keine Skizzen, ich versuche nur noch etwas vorzubereiten. Und ich lasse einfach komplett meine Kreativität auf mein Super, den Holzkasin, Toile oder mache vielleicht ein paar Bayer. Und ich lasse mich da komplett gehen. Zum Beispiel auch hier, auf der Ausstellung mit den Hölzern, Bilder, die sind am Holz rausgeschnitten. Und du machst genau dasselbe wie all die anderen Bilder. Und was auch flott ist, dass das hier auf der Fuelbox was ganz interessant war, dass hier kann den wirklich machen, was ihr wollt. Und für ein bisschen zu erklären, wie das hier entstanden ist, ich habe für dich Bilder abgehängt, die groß. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, dann war ich so, wie ich meine Bilder auch malen. Ich komme dahin und ich spanne einfach etwas ganz Spontanes. Ich habe zum Beispiel angefangen mit dem Kopf, den auf dem Kopf da hast. Und dann, für eine Mesure, als die Menschen da kommen und der Rest doch. Und im Moment habe ich mir auch gedacht, was soll ich wirklich nach der Runde Matt teilen. Und dann habe ich gedacht, ich will aber dann ein Bild machen. Das heißt, die ganze Panne, dass das ein Bild soll entsprechend noch ausdrücken. Und dann habe ich dann einfach versucht, mit den Zeichnungen die großen Bilder total matt zu integrieren. Nicht nur so, okay, dass die Dinge besser rauskommen oder nicht. Ich wollte ein Gesamtbild wirklich malen. Und dann, was das dann dabei nachkommt, und du hast zum Beispiel die Skulptur, kommt nur eine kleine Geschichte, das ist eine fünfjährige Skulptur. Und nur also auch, zum Beispiel so wie der Holz, das dabei kommt, schon ein Bild im Kopf da. Und die kleinen Bilder, und da bin ich mal stung das Gesamt da. Und alle Bilder zusammen machen ein E-Bild. Das heißt, dass sie wirkt komplett an sich selber. Das ist für mehr auch, ne? Weil ich meine, nur gleich, wenn man Fuelbox das nach bis mehr. Und wenn der eigentlich wie du hast, dann das Bild doch fort. Ich meine, was ich auch ganz gerne tun, auch auf der Fuelbox, wie an meiner Kunst, das ist viel Spaß, viel Leben mit teilen. Und ich denke, dass das eben meint. Ich mache das einfach vom Herzen, vom Bauch. Und so war es das. Vielen Dank, Adi. Moin, mein Name ist Lies Brüssen und ich bin immens froh, ich können am Kader von dieser fantastischen Ausstellung an der Fuelbox feiern begrüßen zu können. Ich präsentiere hier meine Erbesten. Ich hoffe, hier weislich mit Stuhl und mit seinen Derivieren dem Rast. Und hier probieren wir, Geschichten zu erzählen. Mein Ulei ist das gesagt, vielleicht, dass das Natur, deren und das, was sie uns kennt, erzählen, gingen wir hin und nur lauschen. Was wir ja aber leider nicht mehr machen, weil uns die Kapazitäten wahrscheinlich am Laufe der Zeit aufgekommen sind. Aber sie sind am Gang ganz herzlich gehalten, wie gesagt, du Burning Hearts aus dem Amazonas, den Leopard, den Löwe, den Tiger, den Elch, alle gute Geizen, sie ganz hart, den Outcry, den ich probiert tun, das kann ja am Stuhl, um rasch zu fixieren. Und auch an den Grund,
Mauer schon de ganze, probiert mit dem ganzen Raum, von dem Mengenplatz, zu essen zu machen. Und dann haben wir drin als Mauer auch mit Rast, immer angesprochen. Und dann ist es drauf geschrieben, deren Schreiben hier geschrieben, an einer imaginären Spruch drauf, die wir auch nicht denken, dann nicht lesen können. Der Rast ist ein ganz flotter Stuhl, das ist ein ganz flotter Matthias. Ich bin aus dem Süden, da bietet sich das einfach an, dass man das schafft. Ich habe mit laufender Zeit ein bisschen umdenken, nicht so viel am Boden geschafft, mit Placken, mit schweren Metallen Placken. Und das altersmäßig geht das eben nicht mehr, weil du nicht mit Lichtsachen schaffen auch mit dem Rast auf Papaya. Ich verschaffe auch den Rast auf Leinwand und dann auch immer dann mit dem Ulaies. Ganz viele von den Tieren, die hier Geschichten erzählen und die, wie ich fand, ihren ganzen Lebensraum, den wir ihnen aufverlangen, den wir wegschwellen, um sie dazu zu verdammen, für auszusterben. Obwohl, fin de compte, wir uns selber verdammen werden, weil wir das letzte Barracuda, den am Gang aus der Welt zu holen, den uns so trittiert, dass das sich das ganze Bild wird sich selber konsumieren am Laufe der Zeit, nicht schon immens geändert und in den drei Wochen, wo neu hängt. Und finalement wird der Kosmos, an dem der Barracuda rausschießt, die Welt zu holen, wird ganz weiß gehen und sich selber konsumieren. Das heißt, wir werden uns irgendwann selber auslöschen, während die Natur sich wird zurückholen. Das heißt, die Welt vielleicht läuft bestehen, wie weiß. Aber wir werden irgendwann, wir sind zu viel, wir stoßen jede Freude weg mit den Elbei und irgendwann gehen wir selber gefriert, von uns selber. So, das war an diesen Bildern mein größtes Urlaub, dass das, was mich in dem Moment schafft. Florence Hoffmann, Bildhauerin, kann ich mich bezeichnen. Die Werke, die ihr hier seht, das sind dann Werke, die ich aus sich als Bücher mache. Ich benutze ein Buch als Matière de Skulptur. Das ist das, was mich interessiert. Ich habe vor einer 12, 14 Jahren aus sich angefangen, Bücher zu sammeln, Bücher, die dann weggehalten sind. Und dann habe ich dann durchaus mein erstes Homo Libri gemacht. Das heißt, das Konzept, ce que je lis, me construit. Das heißt, ich habe den Kopf gesehen, zwei Face, aneinander mit, abgestapelt Bücher. Und das entspricht für mich einer Tatsache, dass was er lesen kann, kann ihn inspirieren, kann dazu beitragen zu dem, was er dann am Endeffekt ist. An derselben Zeit hat das mir dann auch geholfen, für den Bücher ein neues Leben zu gehen, weil die Leute sie sowieso weggehalten haben. Und es hat mir immer erst wieder leid getan, zu denken, dass ein Auto so viel Energie auf sich daran gestacht wird. Und da ist das Buch, das Schriftstück, als ihr dann irgendwie bei der Editionsfirma kommt, das distribuiert geht und das schlussendlich beim Konsumateur ankommt. Und das ist auch irgendwie ganz schön, eben für was kauft in einem Buch. Für sich ein Pläsier zu machen, für einen anderen Pläsier zu machen. Und ein Buch als am Ende dann ein Kompagnon, den ihn begleiten kann. Und in dem Sinne wünsche ich mir ja, dass das ist dann interessant, weil ich dann von Literatur rüber dann an nahe visuell gehe, mein Buch. Doch ob es hin, wenn ihr heute die alte Skulpturen gesagt und hier nur auch die Wandarbeiten, ich würde gesagt, ich konsideriere ein Buch als Material der Skulptur. Das heißt, ich will die Limite vom Buch irgendwie forschen. Gell? Bis wie weit kann ich gehen? Bis dahin habe ich keine Limite gefunden. Am Anfang konnte ich auch mal Bücher geschafft, wo ich dann auch noch vom Text gesehen habe. Und die heute neue Kreationen, du gesagt, nach ganz leichten Text, mir das fängt an, wirklich nicht mehr als Buch als solch erkannt zu gehen. Das wäre dann zu meinen Kreationen. Bei dem heutigen Werk war das auch ganz interessant, weil es geht schon bald zu zeichnen. Das ist schon bald so wie eine Kalligrafie. Und das Buch als Kontinent von Zeichen, von Konzepten, von Ideen, wird selber aus sich zum Zeichen geht.
Parallel ist noch ein anderes Projekt, den ich dann entwickle, die sogenannte Bichermasken an Firmen Covid-19, wohlverstanden. Da sieht ihr dann ein paar die Bücher, die ich transformiert habe, wo ich da viel drin drauf gepasst habe und auch noch Lastik gebaut habe. Und für mich ist das ganz einfach ein Buch als Inspiration, als Filter, das was an dem Buch steht, kann ein Filter sein für sich gut gehen zu, oder für die Realität zu wappnen. Andererseits kann auch ein Buch, je nachdem, was da steht, eine Suffokation sehen. An dem Sinn sind wir gerne eine Kollektion zu konstituieren von Leuten, also ein Porträt, eine Fotokollektion, also Porträts, die ich knipse von Leuten, die ganz gerne do, eben, die Bichermasken entweder undoen oder hinantieren. Nur beim Covid-19 wird der Text wahrscheinlich schon eine andere Konnotation kriegt, aber das soll mich da aber nicht auf einer Aufhellwelt, wie sich absagt. Wir haben eine kollektive Gruppe, eine kollektive Ausstellung mit über 80 Künstler, die hier die besten Weisen, die richtig froh werden können, hier mitzumachen. Und die sich auch richtig engagiert haben. Es gibt, dass wir ein paar Leute hatten, die eben nicht konnten über die Grenze kommen oder die vulnerabel waren, die eben nicht konnten mitmachen. Oder sie haben ein Spieler Brot und einfach gesagt, wir kommen dann nicht die Zeit mehr. Wir wollen aber gerne dabei sein. Bonjour, je m'appelle Franck Jones, ça fait 20 ans que je vis au Luxembourg, ça fait 25 ans que je suis artiste, mais ça n'a pas toujours été le cas, puisque il y a quelques années, ça fait maintenant bien longtemps, j'ai été trésorier d'entreprise. Et je dirais qu'avec le recul, le fait d'avoir eu ce métier auparavant m'a permis d'avoir beaucoup plus les pieds sur terre pour être plus à même d'affronter, entre guillemets, cette aventure artistique. Donc la pyramide de laquelle je suis sorti est en fait une pièce que j'ai faite en 2009. Je l'ai présentée à un salon et elle n'a pas été retenue. Et donc pendant tout ce temps-là, elle est restée cachée dans une pièce. Et il faut croire qu'il fallait qu'elle attende tout ce temps-là, finalement, et le fait que je sois invité à la Fuelbox pour enfin arriver dans la lumière. Au niveau de ma peinture, on est passé d'une peinture plus chaotique, je dirais, avec beaucoup d'impact, beaucoup d'énergie, à quelque chose dans lequel il y a tout autant de l'énergie, mais beaucoup plus intense, où finalement les impacts ont pris la place, ont fait place maintenant à des coulures. Il y a beaucoup d'intensité là-dedans. C'est une peinture qui est faite de petits pas, de pas de côté, de grands enjambements, de retour en arrière. C'est une peinture énergique, gourmande. Contrairement à ce que l'on peut voir, il y a beaucoup d'inquiétude dans cette peinture, du doute, parfois même des gros nuages noirs. Et j'aime bien l'idée que lorsqu'on est l'obscurité, j'aime bien l'idée de trouver la lumière à partir de là. C'est une peinture résiliente. Bon, mijn naam is Stupje en André, die van Diedling. En ik ben hier met aan de Fuelbox. Ja, also, mijn techniek is dan, wie gesagt, alle plakaten, wo ich dann oppassen. En dan heb ik een Spanisch op een Chassis. En meestens ben ik immer Musiker, weil dat jo Plakaten sind, Konzertplakaten meestens.
En ja, man doch meistens Musik. Schon noch andere Sachen, ein bisschen Porträten, aber also mein Ding als Porträtmann, gebe ich so. Ne? Ja, da habe ich schon ein anderes Plakat gemacht, das von all den Affischen von März bis September, die Konzerte, Ausstellungen, Kino, von alles, was dann geleiert ging, als ich das ein bisschen zusammengepasst und daraus eben dann Collage gemacht mit einem Stempel drauf. Das ist wahrscheinlich ein Raritätsding, weil das eben nicht mehr immer geht. Hoffen wir, ja. Ja, es sind noch ein paar andere Porträts, schwarz-weiß, ein bisschen schwarz-weiß-groß gehalten. Von Dali, Coluche, Steve Jobs, Jimi Hendrix, nein, ja. Also die Sachen, die ich gerne mache. Ja, hier sind dann die Bilder, das Rock-History, das sind Leute Porträts von verstorbenen Musikern, so lange Hommage sind und die Musiker. Und ich habe so 8 Spieler gemacht. Die Spieler sind dann 1 Meter mal 1,50 Meter am Original. Die ich aber leider nicht verkaufen, weil ich die Halle für eine Kollektion soll gehen. Aber das ist, was ich meine, dass ich eine Kopie auf 12 kriegen von 170 cm oder auf Acrylglas geht doch. Und die sind dann nummeriert, dann signiert von 1 bis 15. Ja, hi. Hier sind Bilder, die ich hier gemacht habe an den letzten 10 Tagen. Ich habe ein bisschen Technik geändert, schon ein bisschen mehr meine Vorträge gemacht und Plakaten ein bisschen mehr zum Vierschein kommen gelassen. Ja, mal sehen, ist das ja auch flott, oder nicht? Richard Mignot, und ich bin Zimmermann und Künstler. Ich mache Kalligraphie mit den Kettensägen, also mit den Motosägen. Und wir sind hier zur Fieldbox-Ausstellung. Das ist ein wirklich cooler Platz für Kunst zu sehen. Hier zu Letzenbüll. Wir sind am Arsch. Aber ça va aller. On va quand même essayer de faire quelque chose au milieu de toute cette situation qui dérive. On est en 2020. Ce serait intéressant de faire quelque chose avec l'humanité de constructif, qui nous permette de continuer ce qui s'est déjà passé jusqu'à maintenant, sans pour autant reproduire les mêmes schémas qui n'existent pas. Aujourd'hui, l'œuvre dont on va parler, c'est une œuvre sur le plancher. C'est quelque chose qui, sur lequel on peut marcher. Pour ceux qui ne comprendraient pas et qui penseraient que ce soit écrit en d'autres langues, c'est écrit en français. Ah, let's go. On a des routes Beispiel. Des expériences auraient pu, depuis longtemps, nous mettre la puce à l'oreille, mais il n'en a rien été. Le support qui est ici choisi, c'est pour nous permettre d'expliquer des choses sur du concret, sur des choses tangibles, sur lesquelles on marche. Il semble qu'aujourd'hui, on a tendance à oublier tout ce qu'on est en train de faire. Et pour garder une trace, périssable ou impérissable, c'est important de le marquer. C'est important de faire exister quelque chose qui a une durabilité. Ich meine, dass du wirst eine alte Gemeinschaft. Avec ce genre de considération, on va pouvoir continuer à faire exprimer, à faire naître de nouvelles possibilités. Et c'est ce genre de mouvement qu'on doit accompagner. Pour cette œuvre qui est ici représentée, il s'agit d'un texte qui reprend un certain nombre de phrases retenues pour leur
retenus pour leur caractère inaltérable, avec tout ce qui s'est passé déjà depuis l'aube de l'humanité. Et aujourd'hui, en 2020, les mots n'ont pas changé. On les a plus ou moins emmenés à travers les textes, les chansons, les livres, les murs. Mais on peut aussi écrire par terre. On peut aussi écrire sur n'importe quel support. Tout support, toute idée, le mot en lui-même est déjà un support. Seulement, dans un monde où l'information se balade à vitesse impossible, on n'a même plus l'appréhension avec les mots. Et c'est là que ça devient intéressant de les ramener à nous, de les garder et de les utiliser, de les faire vivre en même temps que notre culture, en même temps que nos vies. On ne peut plus continuer à mettre des mots les uns après les autres en oubliant le sens. Les phrases que l'on construit aujourd'hui nous servent encore de référentiel pour demain, nous servent de base en fait, et nous permettent de nous situer en tant qu'humains, en tant qu'animaux sociaux, disons, de nous situer dans les sociétés dans lesquelles on vit. Dans un moment où l'Europe et le monde est en train de s'affoler quant à sa vulnérabilité, il m'apparaît important de pouvoir remettre tout le monde ensemble et de construire, quel que soit le langage, des manières pour être ensemble. Ja, wenn nur Zeitraum da ist, am nächsten Jahr, da sind wir wahrscheinlich mal in der 5. Edition da. Nur der erste, die wir zu Straßen, also 13 Straßen, die feiert heute, die 5. Wir wissen, wo wir landen, auf einem flotten Platz bestimmt. Ob wir nicht so einen Chef haben, wie heute, wissen wir nicht. Aber wir schaffen drin. Ja.